Hallo zusammen, ich bin Jens von Giga und ich möchte euch heute live zeigen, wie man das Samsung Galaxy S3 routet. Dafür benötigen wir ein Programm namens Odin. Das ist aktuell in der dritten Version verfügbar. Den Link zu dem Programm findet ihr unten im Artikel. Wir machen erstmal Folgendes. Wir nehmen das Samsung Galaxy S3, das ist bei mir noch angeschalten, und machen das gute Stück aus. Das geht ja zum Glück bei den guten Dingen sehr schnell. Jetzt müssen wir den Recovery Mode starten. Von Samsung noch einmal gewarnt, dass wir uns jetzt in einen Custom-Bereich bewegen, und wenn wir das wirklich machen wollen, müssen wir nach Volume abdrücken, also nach oben. Und schon sind wir in dem schönen Recovery-Mode drin, der auch schon von einigen Kollegen in London auf dem Unpacked-Event gezeigt wurde. Was machen wir jetzt? Wir verbinden das gute Stück und nur F-Reset. Auf den internen Speicher oder auf die SD-Karte setzt. Das ist irrelevant. Hauptsache, ihr wisst, wo ihr das noch versteckt habt. Ich habe es jetzt direkt in das Stammverzeichnis gesetzt. Das ist der schnellste Weg. Jetzt vibriert gerade mein Smartphone. So, hier ist die Super-User-Datei. So, wie wären dann jetzt soweit? Wir werden jetzt das Samsung Galaxy S3 neu starten und direkt in den Recovery-Mode wechseln. Dafür drücken wir den Power-Button, den Menü-Button und den Volume-Up-Button so lange, bis wir den Recovery-Mode sehen. Das sollte so 4 bis 5 Sekunden sein. Da ist er auch schon. Wie gesagt, immer hier unten mit dem Menü-Button bestätigen. Man kann den Menü-Button übrigens auch wieder deaktivieren durch zurück oder durch die Soft-Keys. Empfehle ich euch aber nicht. Ich bin da vorhin sehr durcheinander gekommen.
So, hier haben wir die Superuser-Datei und zur direkten Bestätigung müssen wir hier nochmal auf das einzige Yes wechseln. Das Ganze sieht so aus. Fertig. Jetzt können wir zurückgehen, rebooten. Kommentaren oder schreibt uns direkt an Jens bzw. an android@giga.de. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.